Nur zur Klarstellung, bevor wir beginnen. In meinen Präsentationen gebrauche ich den Namen Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh in Hebräisch, anstelle von Herr oder Herrn, was ein Titel und kein Name ist. Und ich gebrauche Yeshua anstelle von Jesus, was keine Übersetzung, sondern eine Transliteration ist. Das Wort Jesus hat weder im Hebräischen noch in Deutsch eine Bedeutung. Jahwe und Yeshua sind die ursprünglichen Namen und drücken ihre wahre Natur und Charakter aus. Die heutige Präsentation ist überschrieben: Der geplante dritte Tempel einschließlich Tieropfer während des Millenniums oder des tausendjährigen Reiches. Ich habe die Frage, könnte das die größte und die letzte Täuschung sein? Wird ein dritter Tempel gebaut und die Tieropfer wieder eingeführt werden, wie es heute ausgelegt wird? Ist das eine Einladung für den falschen Messias, der in Jerusalem regieren und somit diese Stadt der Sitz des Tieres wird, wie es gelehrt wird und wie es die folgenden Bibelverse andeuten? Es steht in 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 3 bis 4, und ich lese das von der Neuen Evangelischen Übersetzung: Lasst euch von niemand und auf keine Weise täuschen. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen, und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zur Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten. Er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum genannt wird, bis er sich schließlich im Tempel Gottes niederlässt und für Gott ausgibt. Nun habe ich die Frage, wie gefährlich sind falsche Lehren? Enthält die Bibel Warnungen in Bezug auf falsche Lehre und Lehren? Zum Beispiel haben wir 1. Timotheus 4, Vers 1, da heißt es, der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den Lehren dunkler Mächte folgen. Oder haben wir 2. Petrus 2, Vers 1. Das ist in der Elbefelder Übersetzung. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Auf jeden Fall warnt uns die Bibel vor falschen Lehren, Doktrinen und Lehrer und befiehlt den Gläubigen in 1. Thessalonicher 5, 21, prüfet aber alles. Und das ist eine persönliche Pflicht und eine persönliche Verantwortung. Überlasst diese Verantwortung niemand anderem, seien es Pastoren, Lehrer, Bischöfe, Kirchen oder Gemeinschaften. Prüft auch alles, was ich präsentiere. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass nicht alles, was die meisten Menschen glauben, auch wirklich die Wahrheit ist, auch wenn sie ein ganzes Leben daran festhielten. Wir müssen unsere Überzeugungen ständig und aufmerksam mit der Schrift, angefangen in 1. Mose 1, Vers 1, vergleichen. Die menschliche Natur ist träge und wählt oft den leichten und einfachen Weg und verlässt sich auf die Vernunft anderer, auf menschliche Traditionen und Lehren, anstatt auf ein So spricht Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Das Tempelinstitut sucht während auch der nach letzten Männern, zwei Jahre die rituell erfuhren wir rein über einen sind, Plan, um die Tora-basierten einen dritten Tempel, Anweisungen auszuführen, Hesekiels Tempel die genannt, für fast 2000 auf dem Tempeljahre in Jerusalem nicht mehr zu gehalten errichten. Wurden. Und zur gleichen Sie Zeit suchen eine Tieropfer, ausgewählte Gruppe sowie von das männlichen levitische Priestern, Priestertum wieder Mitglieder der jüdischen Priesterklasse, viele Menschen scheinen von die diesem qualifiziert Plan begeistert sind, zu sein, Tieropfer zu bringen, dies einschließlich uns die Tötung und andere und die Verbrennung einer roten Kuh. Da dieser Plan nicht mit dem vollkommenen, allumfassenden und vollendeten Opfer unseres Messias, Yeshua, das er vor 2000 Jahren brachte, übereinstimmt. Aus diesem Grund entschloss ich mich, selbst diesem Studium nachzugehen. Eine der besten Ausarbeitungen, die ich in Bezug auf dieses Thema fand, war ein Artikel von T.H. Whitehouse mit dem Titel Hesekiels Tempel und Opfer. Werden im Millennium wieder Tieropfer stattfinden? Ich habe viel Information aus diesem Artikel sowie von anderen Quellen für diese Präsentation entnommen. Die vollständige Version kann man in der Kindle-Version von Amazon erwerben. Der Tempelberg bleibt heute weiterhin das Zentrum der Kontroverse. Obwohl es Juden nicht erlaubt ist, die muslimischen Gebiete zu betreten, beten sie doch an der Westmauer, auch Klagemauer genannt. Ein Teil der verbleibenden Struktur des Tempelberges aus der Zeit des zweiten Tempels. Das Tempelberg-Institut macht gegenwärtig die Vorbereitungen für den Bau des dritten Tempels auf diesem Gelände und einige Christen schauen mit großem Interesse auf diesen Plan. Viele glauben, dass laut der Prophezeiung von Daniel 9,27 ein Tempel gebaut wird und Tieropfer wiedergebracht und dann vom Antichrist gestoppt werden. Da die anderen Teile von Daniels Prophezeiung, die auf das Leben und dem Tod Jeschuas hinweisen, buchstäblich erfüllt wurden, glaubt man auch, dass dieser Teil buchstäblich in Erfüllung gehen wird. Seit den letzten 27 Jahren arbeitet das Tempelinstitut unermüdlich daran, um alle Geräte, die notwendig sind, den Gottesdienst im dritten Tempel zu gestalten, anzufertigen. Das ist eine sorgfältig langsame Arbeit, aber etwas, was sie schon erreicht haben. Eines fehlt ihnen aber noch, laut 4. Mose 19, und zwar eine vollkommene, fehlerfreie, rötliche Kuh, deren Asche für das Reinigungsritual des Tempels benötigt wird. Die rote Kuh ist eine extrem seltene Kreatur. Seit der Zerstörung des zweiten Tempels, also etwa seit 2000 Jahren, wurden nur 9 rote Kühe entdeckt, die die strengen biblischen Kriterien erfüllt haben. Um eine rote Kuh zu werden, muss ein Kalb vollkommen fehlerfrei sein. Es darf nie auf dem Feld gearbeitet haben und muss komplett rötlich sein. Das jüdische Gesetz verlangt, dass die junge Kuh unter strenger Pflege gehalten werden muss, bis sie 3 Jahre alt ist. Wenn die Kuh während dieser Zeit geritten oder auch nur etwas auf ihren Rücken gelegt wird, disqualifiziert sie sich automatisch als rote Kuh. Die Juden glauben, dass der Fund solch einer perfekten, makellosen, rötlichen Kuh die Wiederkunft ihres erwarteten Messias einläuten würde. Die 10. rote Kuh wurde angeblich in Amerika gefunden, und es werden Vorbereitungen getroffen, um diese Kuh von Amerika nach Israel zu transportieren. Und das kann man auf dieser Webseite hier lesen, und zwar www.nowtheendbegins.com. Die Mishnah,
Das erste kanonische Werk der mündlichen Überlieferung des Judentums lehrt, dass bis zur Zerstörung des zweiten Tempels Asche von nur insgesamt 9 roten Kühen gebraucht wurden. Wie ich es gerade erwähnte, die erste rote Kuh wurde von Mose selbst verbrannt. Die zweite wurde vom Propheten Esra zur Zeit des ersten Tempels verbrannt. Und während der ganzen Zeit des zweiten Tempels wurde die Asche von nur 7 Tieren zu Reinigungsritualen benötigt. Jüdische Tradition lehrt, dass die 10. und die letzte rote Kuh vom Messias selbst zur Zeit der Errichtung des dritten Tempels verbrannt werden wird. Und das ist in der Mishnah, Para 3,5. Zurzeit arbeitet das Institut an der Herstellung der komplexen priesterlichen Gewänder nach 2. Mose 28 von Vers 6 an, wobei die für den hohen Priester vorgeschriebenen Ephod, das ist ein liturgisches Gewand, und Hoschen mit Juwelen besetztes Brustschild und Zitz, das goldene Stirnblatt, bereits fertiggestellt sind. Ebenfalls vorhanden ist eine eigens angefertigte Harfe, die ihrer Überzeugung zufolge der Messias bei seinem Kommen spielen wird. Und das habe ich hier von dieser Webseite www.israelogie.de und so weiter. Einige Leute sind todernst und entschlossen und davon überzeugt, einen dritten Tempel zu errichten, sowie das aaronitische Priestertum mit dem Opfern von Tieren wieder einzuführen. Auf jeden Fall müssen wir uns die Frage stellen, ist das alles biblisch? Ist das alles Jahwes Plan und Wille? Die meisten Juden betrachten jedoch den Plan, einen dritten Tempel zu errichten, das Werk von Extremisten und Fanatikern. Das Tempelinstitut und seine Anhänger stehen zum größten Teil am Rande der israelitischen Gesellschaft. Moderner Dispensationalismus, das eine heilsgeschichtlich orientierte Form der Bibelauslegung, ist der Glaube, dass am Ende des Zeitalters, während unserer Lebenszeit, die muslimische Moschee von Omar auf dem Tempelberg in Jerusalem von den Juden niedergerissen wird und sie dann ihren Tempel errichten werden, sowie die Tieropfer wieder einzuführen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum das Jahwes Plan sein kann, da Yeshua, unser Messias, das Lamm ist, was laut Offenbarung 13,8 seit der Grundlegung der Welt an für uns geschlachtet wurde. Das bedeutet, dass Tieropfer nie wieder notwendig sind. Dies würde auch symbolisch durch das Zerreißen des Vorhangs im Tempel zur Zeit der Kreuzigung bestätigt. Und das lesen wir in Matthäus 27,51, Markus 15,38 und Lukas 23,45. Aber wie wir wissen, glauben orthodoxe Juden sowieso nicht, dass Yeshua der wahre Messias ist. Sie warten immer noch auf ihren Messias. Erwägt Hebräer Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg,
auf dass er das zweite aufrichte. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jeschua, der Messias. Die Antwort der Dispensationalisten ist, dass die Tieropfer während des Millenniums nicht für Sündenvergebung bestimmt seien. Das Blut des Messias schließt diese Notwendigkeit aus, sagen sie. So wie die Opfer im Alten Testament das zukünftige Ereignis, den Tod des Messias, erwarteten, so gedenken die Opfer im tausendjährigen Reich an das vergangene Ereignis seines Todes am Kreuz. Erstens macht diese Erklärung keinen Sinn und zweitens schließt Hesekiel 45,17 diese Idee vollkommen aus. Es heißt nämlich, er hat für die Sündopfer, die Speis-, Brand- und Freudenopfer zu sorgen, die für das Haus Israel Sühne bewirken. Manche Opfer werden als Sündopfer für das Haus Israel gebracht und nicht als ein Gedenkopfer. Jeschua selbst setzte zur Erinnerung an seinen Tod den Wein und das Brot ein. Siehe 1. Korinther 11, die Verse 24 bis 26. Nun die Frage, warum sollte Gott dies jetzt mit Tieropfern ersetzen, woran er sowieso keine Freude hatte? Das liest man im Psalm 40, Vers 6, Psalm 51, 16 und Hebräer 10, Vers 6. Denkt nochmals darüber nach. Hesekiel sagt, dass der Prinz selbst ein Sündopfer für sich und für ganz Israel bringen wird. Hesekiel 45,22. Wenn es für den Prinz erforderlich ist, für seine eigenen Sünden ein Opfer zu bringen, das würde gegen die Theorie sprechen, die ihn mit Jeschua identifiziert, der ohne Sünde war und für sich kein Opfer braucht. Die Lehre über einen dritten Tempel und die Wiedereinführung von Tieropfern basiert sich hauptsächlich auf die letzten 9 Kapitel von Hesekiel. Viele Bibelleser sehen in diesen Kapiteln die Gründung eines neuen religiösen Staates sowie einen neuen Tempel mit den dazugehörigen Rituellen im tausendjährigen Reich. Andere sehen dies dagegen als ein konstantes rituales Blutvergießen von Tieren für den unersättlichen Altar des neuen Tempels und verabscheuen diesen Gedanken. Die Frage ist jetzt, was ist die Wahrheit? Das Problem muss in der Auslegung der letzten 9 Kapitel des Buches Hesekiels liegen. Mit der Geburt des Staates Israel sehen christliche Zionisten und messianische Juden heute ihr endzeitliches Weltbild durch die Linse der letzten 9 Kapitel des Buches von Hesekiel, nämlich das aaronitische Priestertum. Gutmeinende Gläubige begeben sich auf die Gefahr, ihre eigene Seele zu verlieren, indem sie zu den Tagen konstanter rituellen Blutvergießens zurückgehen und damit das wahre Opfer Jeschua als wertlos erklären. Der Schlüssel zum Verständnis des Buches von Hesekiel ist die Entdeckung, dass die letzten Kapitel bereits 5 Jahre vor den Anfangskapiteln niedergeschrieben wurden. Sobald dies verstanden ist, widerspricht das Buch Hesekiel weder dem Evangelium des Messias noch den Briefen des Apostel Paulus. Bibelwissenschaftler bestätigen, dass die Tempelvision, welche die letzten 9 Kapitel von Hesekiel einnehmen, eine besondere Herausforderung in ihrer Auslegung ist. Einige haben dies sogar als die schwierigste Schriftstelle des Alten Testaments bezeichnet. Die Schwierigkeit liegt darin, den Zeitabschnitt der Erfüllung der Vision zu identifizieren.
Hesekiel erhielt diese Vision ungefähr 573 vor Christus. Das bedeutet, dass es hier nicht von Salomons Tempel spricht, da dieser bereits 586 vor Christus von Nebukadnezar zerstört wurde, als er Jerusalem eroberte. Könnte es hier um Zerubabels Tempel gehen, der bei der Rückkehr der Juden aus Babylon nach Jerusalem in etwa 538 bevor Christus gebaut wurde? Nein, denn dieser Tempel war viel kleiner und weniger aufwendig als der, den Hesekiel beschrieb. Oder könnte es hier doch um den Millennium-Tempel gehen, wie manche es glauben, der vor der zweiten Wiederkunft Jeschuas errichtet wird, der dann für 1000 Jahre in Jerusalem regiert? Hier haben wir eine Zeitlinie. Alle Daten sind Schätzungen und ändern sich je nach den Quellen, die man gebraucht. Mischkan, die vorübergehende Stiftshütte in der Wüste, war ungefähr 1200 vor Christus. Salomons Tempel etwa 970 vor Christus vollendet. Und am 9. Av in 586 vor Christus zerstört. Der zweite Tempel, etwa in 516 vor Christus gebaut. Später wurde er geplündert und für götzendienerische Zwecke gebraucht. Dann wurde er durch den Tempel von Herodes ersetzt und am selben Tag, den 9. Av, im Jahre 70, manche sagen 68 nach Christus, zerstört. Die assyrische Gefangenschaft, die Gefangenschaft der 10 Stämme, also Israel, fand ungefähr 733 vor Christus statt. Die babylonische Gefangenschaft, da handelt es sich um die zwei Stämme, Juda und Benjamin, geschah ungefähr 597 vor Christus. Hesekiel erhielt seine erste Vision in der babylonischen Gefangenschaft ungefähr 597 vor Christus. Das Buch von Hesekiel ist eine Sammlung von Dokumenten, die seine eigenen persönlichen Aussagen und Aufzeichnungen, seine Geschichte, prophetische Offenbarungen und göttliche Aufträge, die ihm von Zeit zu Zeit während eines Zeitraums von mehr als 25 Jahren gegeben wurden. Das Buch enthält 13 solcher Dokumente und es könnte noch ein weiteres gegeben haben. Das älteste wurde jedoch nicht erhalten, obwohl das Datum dafür angegeben wurde. Jeder dokumentierte Teil des Buches wurde sorgfältig datiert und es sollte beachtet werden, dass das Datum in einigen Fällen mit den anderen Dokumenten dasselbe ist, weil diese dem Propheten zur selben Zeit gegeben wurden. Hier sind die Zeitabschnitte der 13 Dokumente oder Schriftstücke, aus denen das Buch Hesekiel sich zusammenfasst. Und ich würde vorschlagen, wenn jemand interessiert ist, dass er dieses Folie anhält und langsam hindurchgeht, um sich ein Verständnis anzueignen und das etwas mehr zu verstehen. Beachtet bitte, dass die letzten Kapitel die ersten Kapitel von 5 Jahren vordatieren. Was bedeutet das? Das Buch sollte in der richtigen historischen Reihenfolge gelesen und studiert werden. Also mit Kapitel 8 angefangen und nicht mit Kapitel 1. Und dann nachfolgend mit den Visionen und Prophezeiungen bis zum Ende vom Kapitel 39, wo wir die letzte Prophezeiung von Hesekiel zukünftiger Ereignisse finden. Die restlichen zwei Gruppen der Kapitel am Anfang und am Ende des Buches sollten zusammenhängend gelesen werden, da diese eine besondere Beziehung zueinander haben. Und zwar die ersten Kapitel als Ergänzung für die letzten Kapitel des Buches.
Das ist nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar erforderlich wegen des Auftrages und der Datierung. Die letzten Kapitel des Buches enthalten Bedingungen für eine vorübergehende Verfassung zur Wiederherstellung ihrer Nation, die Hesekiel persönlich an die im Exil lebenden Stämme Israels als göttliches Angebot übermitteln sollte. Die ersten Kapitel dieses Buches, die aber 5 Jahre später geschrieben wurden, enthalten Hesekiels großen Auftrag in Einzelheiten und zeigen, wie der Prophet mit furchtbaren Kosten des Leidens und der Schmach in den Händen des trotzigen und abtrünnigen Hauses Israels seinen Auftrag treu ausführte. Das Buch befasst sich mit den beiden Häusern Israel und Juda, sowohl einzeln als auch gemeinsam, gleichzeitig sowie prophetisch bis zur Zeit der Rückkehr Jabes und seiner Regierung als König aller Könige. Es scheint, dass bevor das Gericht der Zerstreuung auf das Haus Israel fiel, hatte Jahwe Gott aus Gnade entschlossen, ihnen eine letzte Gelegenheit zur Buße und Wiederherstellung zu geben, und aus diesem Grund übergab er Hesekiel die Mission als Botschafter. Dieser letzte Versuch der göttlichen Gnade an das abtrünnige Volk und ihr Versagen, seine Barmherzigkeit anzunehmen, steht für immer in diesem Buch als ein Beweis der fast unaufhörlichen Versuche und des Werbens Jahwes in vielen anderen Prophezeiungen in Bezug auf Israels langem Kurs des Ungehorsams. Jahwes Fürsorge wollte es nicht zulassen, den Prophet auf eine so gefährliche Mission mit leeren Händen und ohne einen Beweis zu den rebellischen Menschen zu senden. Er wurde deshalb mit konkreten Beweisen für die Glaubwürdigkeit seiner Mission in Form eines schriftlichen Planes, göttlich diktiert, der nationalen Wiederherstellung und Wiederaufbaus ausgerüstet. Dazu gehörten aufwendige und genaue Pläne für einen neuen Tempel mit all seinen dazugehörigen Ritualen und priesterlichen Dienst. Alles sollte in ihrem eigenen Land stattfinden, aber es wurde auf jeden Fall davon abhängig gemacht, dass beide Häuser umkehren, Buße tun und Jahwes Gunst suchen. Hier haben wir eine Aufzeichnung oder einen Tempelgrößenvergleich. Auf der linken Seite oben ist die Vision von Hesekiels Tempel, der natürlich viel größer war. Rechts haben wir Herodes Tempel und dann hier unten die Größe von Salomons Tempel im Vergleich. Salomons Tempel war etwa 27 bei 9 Meter. Zerubabels Tempel wurde später durch den Herodes-Tempel ersetzt und natürlich, wie wir sehen, war er viel kleiner. Dieses Angebot göttlicher Erneuerung war eine Übergangsverfassung, bestimmt für den Zeitraum zwischen der angebotenen Wiederherstellung und der rechtmäßigen Einrichtung bei der Ankunft des Messias, wenn die Zeit erfüllt ist und dann in die bessere messianische Zeit übergeht. Diese Übergangsverfassung schloss erstens die Neuaufteilung des Landes, das sie früher hatten, ein, aber mit erweiterten Grenzen in einer neuen Art und Weise unter den Vertretern aller Stämme. Zweitens für eine regierende Familie, aber nicht von der Linie Davids. Drittens für einen wiederaufgebauten Tempel nach einem ganz neuen Entwurf. Viertens, für eine reformierte geistliche Einrichtung, für ein levitisches und aaronitisches Priestertum, beschränkt auf die Söhne Zadok und für einen untergeordneten levitischen Dienst. Das wurde alles in kleinsten, ausgearbeiteten Einzelheiten Hesekiel in der Vision gezeigt
und ihm in aufgezeichneten Plänen überreicht, um diese an das Haus Israel weiterzugeben. Siehe Hesekiel Kapitel 43, die Verse 10 bis 11. Das geschah lange vor den früheren datierten Prophezeiungen, als Gott ihm den Auftrag gab, Israel zur Buße zu bewegen. Siehe Hesekiel, die Kapitel 1 bis 7. Dass sie sich schämen sollten und zum Gehorsam zu Jahwe zurückzukehren. Hier ist Hesekiel 43, die Verse 10 bis 11 von der Luther-Übersetzung. Es heißt dort: Und du Menschenkind, zeige dem Haus Israel den Tempel an, dass sie sich schämen ihre Missetaten und lass sie ein reinliches Muster davon nehmen. Und wenn sie sich nun alles ihres Tuns schämen, so zeige ihnen die Gestalt und das Muster des Hauses, also den Tempel, und seine Ausgänge und Eingänge und alle seine Weise und alle seine Sitten und alle seine Weise und alle seine Gesetze. Und schreibe es ihnen vor, dass sie alle seine Weise und alle seine Sitten halten und dann auch tun. Hesekiel nahm diesen Beweis der Bereitschaft Jahwes, ihnen zu vergeben und wiederherzustellen. Jahwes Angebot der göttlichen Wiederherstellung ging nicht in Erfüllung, weil die Bedingungen von Israel und Juda nicht erfüllt wurden. Das Angebot des Hesekiel-Tempel verfiel, der Plan wurde außer Kraft gesetzt und Israels Vertreibung ins Exil musste zwangsmäßig ausgeführt werden. Es ist ein schwerer Fehler, diese Fakten zu ignorieren. Wegen der Verweigerung, diese Tatsachen in Betracht zu ziehen, ist man zu Unrecht davon ausgegangen, dass die letzten 9 Kapitel von Hesekiel sich auf das tausendjährige Reich beziehen, was die ultimative Täuschung für Millionen aufrichtiger Menschen zur Folge hat. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die letzten 9 Kapitel von Hesekiel ein bedingter Umriss von dem ist, was hätte sein können. Um noch einmal zu betonen, diese Verheißungen waren an die Bedingung geknüpft, dass beide Häuser Buße tun und sich mit ganzem Herzen zu Jahwe wenden. Die Prophezeiung des Hesekiel-Tempels kann sich auf keinen Fall auf das tausendjährige Reich beziehen, da dies eine vollständige Aufhebung der neutestamentlichen Lehre des vollendeten, vollgültigen und vollkommenen Sühneopfer Jeschuas ist, der einmal und für immer für alle Menschen starb, bedeuten würde. Außerdem würde es die Aufhebung seiner Weihung zum ewigen Priestertum nach der Ordnung von Melchisedek, siehe Hebräer 7, 28, und eine Rückkehr zu den nie endenden Opfern von Tierblut bedeuten. Nur durch die Erkenntnis, dass die prophetische Bedeutung des Buches mit dem 39. Kapitel schließt und die folgenden Kapitel sich nicht auf das Millennium beziehen und absolut keine prophetische Bedeutung besitzen, sondern lediglich ein Zeuge der Vergangenheit sind, was nie Wirklichkeit wurde, aber ohne Erfüllung in die Geschichte einging, können wir die sonst offensichtlichen Widersprüche zwischen den letzten 9 Kapiteln von Hesekiel und dem Neuen Testament, besonders den Brief des Paulus an die Hebräer, verstehen. Wird Hesekiels Tempel jemals gebaut werden, fragt Jory Stephen Brook, mit oder ohne Blutopfer? Ein Vergleich des im Buch Hesekiels beschriebenen Tempels in den Kapiteln 40 bis 48 mit dem Gebäude im Neuen Jerusalem, Kapitel 21 und 22, zeigt, dass diese nicht gleich sind.
Einige Unterschiede umfassen: kein Tempel im Himmel, Offenbarung 21 und 22, versus Hesekiels Tempel. Die Tore im neuen Jerusalem sind unverschlossen, Offenbarung 21, 25, versus die Tore im Hesekiel-Tempel sind 6 Tage gesperrt, Hesekiel 46, 1. Keine Tieropfer im Himmel, Offenbarung 21, 4, im Gegensatz Fortsetzung der Tieropfer im Hesekiel-Tempel. Der Baum des Lebens ist von zentraler Bedeutung, siehe Offenbarung 22, Vers 2, und im Gegensatz, das Tempelheiligtum ist von zentraler Bedeutung, Hesekiel 48, 10. Wir haben 12 Tore in Offenbarung 21, 12 und 13. Im Gegensatz, wir haben nur 2 Tore in Hesekiel 40, und zwar das Ost- und das Westtor. Die Größe, Maße, Priestertum und viele Dinge sind ganz anders. Es liegt klar auf der Hand, dass Hesekiels Tempel in Offenbarung nicht beschrieben ist, und trotzdem ignorieren viele das. Eine weitere Frage: Wenn es in der Tat wirklich ein wiederhergestelltes levitisches oder aaronitisches Priestertum im Millennium geben sollte und dadurch wieder das Blut von Tieren für die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen fließt, wie steht es dann mit der Mission und dem Wort der Versöhnung, das einmal den Aposteln übergeben wurde? Liegt es demzufolge nicht klar auf der Hand, dass Hesekiels Tempelprophezeiung sich ausschließlich auf etwas in der Vergangenheit bezieht, was nie Wirklichkeit wurde? Das levitische oder aaronitische Priestertum wurde vom Messias nach der Ordnung von Melchisedek abgelöst. Diese letzten Kapitel in Hesekiel beziehen sich auf eine Größenordnung von Herrschern der wiederhergestellten Nation Israels, Fürsten genannt, ein Begriff, der in der Bibel oft Herrscher, die von Menschen gewählt wurden, bedeutet, also nicht unbedingt aus königlicher Linie kommend. In diesen Kapiteln 44, 45, 46 und 47 finden wir häufig den Ausdruck von Fürst oder meine Fürsten. Der Fürst hat Söhne und er muss sie selbst unterhalten von seinem Hab und Gut. Es gibt keinen einzigen Hinweis in diesen Kapiteln, dass diese Fürsten aus der Linie Davids kommen. Der Titel König wird nicht ein einziges Mal gebraucht und deshalb hat der Titel Fürst oder sein Amt hier keine messianische Bedeutung. Dies liegt darin, dass er nicht nur Söhne und die Verantwortung hat, für sie zu sorgen, aber als Fürst hat er weitere Verantwortungen und Verpflichtungen, verschiedene Gaben und Tieropfer für Israel und für sich selbst als Sündopfer zu bringen. Eine besondere Steuer von 1,5% wurde vom Volk erhoben, um für diese Opferungen zu zahlen. Siehe Kapitel 45, 15 bis 22. Jory Stephen Brook erklärt: Wissenschaftler glauben, dass Hesekiels Tempel einschließlich der Opfer in der Tat niemals stattfinden wird. Es war ein Angebot vom Himmel während der Gefangenschaft von Israel und Juda ungefähr 600 vor Christus, was Gott getan hätte, wenn sein Volk damals sofort bereut und zu ihm zurückgekehrt wäre. Gott hätte ihre Gefangenschaft verkürzt und brächte das ganze zerstreute Israel und Juda nach Kanaan zurück, erlaubte ihnen das Errichten eines wunderbaren und wirklich einzigartigen Nach-Exil-Tempel, anders als alles, was es vorher gab oder nachher gegeben hätte. Und alle 12 Stämme würden in ihre neu hergestellten Ländereien zurückkehren. Aber Gottes Volk tat keine Buße und nahm sein Angebot nicht an. Sie verweigerten sich,
Wir lesen heute diese wunderbaren Kapitel Hesekiels und denken darüber nach, was hätte sein können. Das ist aus seinem Buch Hesekiels Tempel und Opfer. Wann? Fragezeichen. Während sich die Kapitel in Hesekiel 40 bis 48 nicht auf einen Millennium-Tempel beziehen, sondern auf einen Tempel, der hätte verwirklicht werden können, wenn Israel sich von ihren nationalen Sünden bekehrt und zu Jahwe zurückgekehrt wäre, während sie in der assyrischen Gefangenschaft waren, bleibt es doch eine Tatsache, dass ein Tempel in Jerusalem nach der Bibel während des Millenniums sein wird. Es scheint so, dass dieser Tempel allerdings ohne Tieropfer und Rituale nach der zweiten Wiederkunft des Messias errichtet werden wird, um die Herrlichkeit Jahwes und den Thron des Messias zu beherbergen. Das deuten Texte wie Offenbarung 11, 1 bis 2 und andere Schriftstellen im Alten Testament an. Allerdings gibt es auch darüber mehrere Meinungen und verschiedene Auslegungen. Dazu wollen wir Sacharja Kapitel 2, die Verse 10 bis 13 lesen, und zwar von der Elberfelder Übersetzung. Jubele und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht Jahwe, und an jenem Tage werden viele Nationen sich an Jahwe anschließen, und sie werden mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte wohnen, und du wirst erkennen, dass Jahwe der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Und Jahwe wird Juda als sein Erbteil besitzen in dem heiligen Lande und wird Jerusalem noch erwählen. Alles Fleisch schweige vor Jahwe, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Sollte Jahwe zu Beginn des Millenniums nach Jerusalem zurückkehren, wo wird er dann wohnen? Hier haben wir Sacharja Kapitel 1, Vers 16. Da heißt es, darum spricht Jahwe also, ich habe mich Jerusalem mit Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus, spricht Jahwe, der Heerscharen, soll darin gebaut und die Messschnur über Jerusalem gezogen werden. Das klingt doch, als ob der Millennium-Tempel von Jeschua selbst entworfen und gebaut werden wird. Lasst uns jetzt Sacharja Kapitel 6, die Verse 12 bis 13 lesen. So spricht Jahwe der Heerscharen und sagt, siehe ein Mann, sein Name ist Spross, und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Jahwes bauen. Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen und er wird Herrlichkeit tragen und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Throne, und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein, also zwischen dem Vater und dem Sohn. Wer ist der Spross, von dem Sacharja spricht? In Jeremia 23,5 lesen wir folgendes: Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken werde, und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Das ist eindeutig ein Hinweis auf den Messias. Beachtet, was Jesaja darüber sagt. Hier ist Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 2. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht Jahwes. Wir wollen uns freuen und dankbar sein, dass wir nicht die Wiederbelebung der alttestamentlichen Tieropferritualen bezeugen müssen, die das, was unser Heiland Jeschua am Pfahl tat, verleugnen.
Er ist die Erfüllung aller Tempelopfer sowie aller Prophezeiungen des Alten Testaments, wie der Apostel Paulus in Epheser 5,2 schreibt. Wandelt in Liebe, gleich wie auch der Messias uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer. Jahwe Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In Erfüllung des Alten Testaments ist Yeshua HaMashiach unser hoher Priester, der stellvertretend für uns mit unserer Sünde vor Jahwe Gott getreten ist und sich selbst als Opferlamm dargebracht hat. Hebräer 4, 14 bis 15. Und das ein für alle Mal. Wie wir gewiss alle wissen, gibt es viele Auslegungen und Meinungen, soweit es das Millennium, also das tausendjährige Reich angeht. Einige sehen dies als eine irdische Theokratie, wo der Messias über die Völker für tausend Jahre regieren wird. Andere sehen es als eine Zeit, in der vom Himmel die Erde durch die lebensverändernde Kraft des Evangeliums regiert. Manche haben noch eine Vielzahl anderer Auslegungen der Schrift. Eine Gemeinschaft ist der Ansicht, dass die Erlösten für tausend Jahre im Himmel verbringen werden und durch die Bücher der Verlorenen gehen, um ihre jeweiligen Strafen zu bestimmen, während zu dieser Zeit die Erde leer und öd ist, also ohne Menschen. Eine andere Gruppe glaubt, dass die Gerechten während der tausend Jahre im Himmel sind und alle diejenigen, die Yeshua als ihren Erlöser vor seinem zweiten Kommen nicht angenommen hatten, auf der Erde leben und sie sind auf Tieropfer während dieser Zeit angewiesen. Dann gibt es noch mehrere andere Lehren in Bezug auf das Millennium. Einige argumentieren, ob das Millennium buchstäblich oder symbolisch zu verstehen ist. Die Schrift in Offenbarung 20, 1 bis 7 hat jedoch etwas über das tausendjährige Reich zu sagen, auf das sich die Gläubigen freuen können. Allerdings sollten wir mit menschlichen Auslegungen und Spekulationen vorsichtig sein und diese prüfen. Wir müssen zugeben, dass die Bibel an einigen Stellen aussagt, dass der Messias als König in Jerusalem auf dem Thron Davids sitzen wird. Siehe Lukas 1, 32 bis 33. Diese Regierung ist eine Erfüllung des Bundes, den Jahwe mit Abraham machte, in 1. Mose 12, 1 bis 3. Zu Israel als eine Nation, in 5. Mose 20, 1 bis 10. Und an David in 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 10 bis 13. Andere Propheten des Alten Testaments sprechen von einer Zeit, wenn der Messias für eine längere Zeit von Jerusalem regieren wird. Das tausendjährige Reich wird als eine ideale Zeit des Friedens beschrieben in Micha 4, 2 bis 4, als eine Zeit der Freude in Jesaja 61, 7, eine Zeit des Wohlstandes in Amos 9, 13 bis 15 und eine Zeit des Wohlbefindens in Jesaja 40, 1 bis 2. Jerusalem wird als führendes Zentrum der Welt dienen. Siehe Sacharja, Kapitel 8, Vers 3. Auf der Grundlage dieser Bibelverse scheint es so, dass es sich buchstäblich um eine Zeitspanne von 1000 Jahren handelt, wo Yeshua vom Thron Davids in Jerusalem regieren wird. Doch wie genau das stattfinden wird, kann niemand hundertprozentig sagen. Die Hauptsache für jeden von uns ist, dass wir ihm, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, unser Leben täglich weihen und ihn nicht nur als unseren Erlöser, sondern auch als unseren Herrn und Meister annehmen und seinen Anweisungen aus Dankbarkeit folgen.
Ganz am Ende des 7. Jahrtausends ist eine letzte Rebellion und das letzte Gericht vorhergesagt. Wir brauchen nur Offenbarung 20, 7 bis 15 lesen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde und das neue Jerusalem wird danach geschaffen, wo Jahwe Elohim unter seinem Volk für immer wohnen wird. Siehe Offenbarung 21 und 22. Die Schöpfung, die im Garten Eden begann, wird in der Stadt Jahwes, wo sein Volk in Harmonie und Frieden mit seinem Schöpfer wohnen wird, ihren Höhepunkt erreichen. Beachte 5. Mose 29, 29 in der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, das Verborgene ist Jahwes und des Gottes. Aber das Geoffenbarte ist unser und unsere Kinder ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes, dieser Tora, tun. Unser Vater im Himmel hat uns nicht jede Einzelheit, wie alles ganz genau ablaufen wird, geoffenbart. Aber er hat uns seine Anweisungen, die schriftliche Tora durch Mose, als auch die lebende Tora Yeshua HaMashiach gegeben. Es ist unsere persönliche Verantwortung, diese nach unserem besten Wissen und Fähigkeit mit seiner Hilfe zu folgen und dass wir mit der Tora, wie es in Jesaja 8,16 steht, versiegelt sind. Jahwe segne dich und behüte dich. Jahwe lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe erhebe sein Angesicht zu dir hin und gewähre dir Frieden. Im Namen Yeshua HaMashiach, dem Prinz des Friedens. Shalom.